Ja, hat mich gerade rausgeworfen. Okay, was wollten wir machen? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal ein Tagebuch. Die gibt es zum Schreiben von Talos. Was? Quatsch. Die Jaspai, bla bla. Hilft den Anwohnern von Heliamarsch. Hialmarsch. Die Energiequelle finden. Sprich mit Aventus Retino. Sprich mal nur mit ihm. Mit ihm machen wir die Mission fertig. Ach, Katsumi wieder. Garte. Aventus. Hier in Winterhelm. Jawohl. Schleich dich an und still etwas. Bin ich mal. Ja, schaue ich aus, wie als wenn ich wahnsinnig wäre, oder was? Ja. Nein, ist das schäbig. Dann stimmt es also, was alle sagen? Aventus Aretino führt das schwarze Sakrament durch? Oh, die haben noch gar nicht Er angefangen. versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen? Oh, Grimbar. Immer dieser Unsinn. Nein, natürlich nicht. Das sind nur Geschichten. Gut, dann frage ich ihn, ob er zum Spielen rauskommen will. Er wohnt gleich da hinten. Ich werde an seine Tür klopfen. Nein, Kind, wartet. Dieser Junge, dieses Haus, sie sind verflucht. Ha, dann habe ich also recht. Ich wusste es. Er hat vor, jemand umbringen zu lassen. Gut, ich werde es nicht leugnen, Kind. Was ihr gehört habt, ist wahr. Aber Aventus Aretino wandelt auf einem dunklen Pfad. Seine Aktionen bringen nur Verderben. Nun, genug. Darüber reden wir nicht mehr. Ich bin die einzige Freundin, die ihr braucht. Aha, so eine alte Tante. Oh, auch kein Umgang ich für ein Kind. Ich versuche, Grimwar zu beschützen, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Habt ihr etwas über ein verfluchtes Kind gesagt? Ja, das ist ziemlich traurig. Ein kleiner Junge, Aventus Aretino, hat kürzlich seine Mutter verloren und ist in ein Waisenhaus gekommen. Aber er ist nach Hause zurückgekehrt und die Leute hören seltsame Gesänge. Angeblich ist es das schwarze Sakrament. Das Ritual, um mit der dunklen Bruderschaft in Kontakt zu treten. Warum ein kleiner Junge mit einer Gruppe von Mördern in Kontakt treten möchte, verstehe ich nicht. Aber er holt das Böse in die Stadt. Ich schon. Also gut. Wenn Grimwar mich fragt, warum Frauen... Habt ihr euch schon mal um Kinder gekümmert? Das kann ein wahrer Albtraum sein. Nö, ist es nicht. Sag mal, was bist denn du für ein komischer Vogel? Eieieiei. Was haben wir denn hier? No Witze. Ach, kein Witze, echt? Einmal speichern. Mal schauen, ob er jetzt abkackt. Okay, es geht. Oh. Was ist passiert? Ich weiß noch nichts. Mein Name ist Hase. Habe ich jetzt eigentlich... Ja, bin ich. Im Schleichmodus. Unentdeckt. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Sterbt, Grelot, sterbt! Ich bin so unglaublich müde. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Brief des Vogts. Meister Ventus Aretino, Jarl Ulfric Sturm Waschlappen, sendet euch sein tiefstes Mitleid, Beileid zum Tod eurer Mutter Nalia. Unglücklicherweise kann euch der Jarl nicht unbeaufsichtigt in eurem Heim belassen, da ihr vaterlos und ohne andere bekannte Verwandten seid. Daher werdet ihr aufgefordert, euch innerhalb der nächsten Woche beim Waisenhaus Ehrenhall in Riftern zu melden, wo ihr bis zu eurem 16. Lebensjahr verbleiben werdet. Katze ist gerade wieder auf. Die Aretino-Residenz im Winter wird natürlich in eurem Besitz bleiben. Das Gebäude wird abgesichert und in 6 Jahren für eure Rückkehr bereit sein. Hoppala. Ich bin mir über das Maß an Bildung
dass euch eure verstorbene Mutter vermittelte, nicht im Klaren und weiß nicht, ob ihr diesen Brief zu lesen vermögt. Daher wird ein Vertreter der Stadtwache sich in einer Woche bei euch zu Hause melden und euch zum Waisenhaus begleiten. Hoffentlich wird seine Ankunft dann keine absolute Überraschung für euch sein. Mit größtem Respekt, ja, Your Life heißt der Vogel. Vogt unseres edlen Jarls Ulfric Waschlappen. Mhm. Edel. So einer und edel. Habt ihr noch einen besseren Witz auf Lager? Not Nazi müsste da eigentlich stehen. Bitte, wie lange denn noch? Ich bete und bete, Mutter der Nacht. Warum erhört ihr mich nicht? Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Na, quatsch ich mal mit ihm. Meine Gebete wurden erhört. Ist alles in Ordnung? Es hat geklappt. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich wusste es einfach. Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und dem Ding. Und da seid ihr. Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft. Tut mir leid, Junge, aber ich bin hier jemand anders. Ja, natürlich das schwarze Sakrament. Schweigen. Ihr müsst nichts sagen. Gar nicht nötig. Ihr seid hier. Also weiß ich, dass ihr meinen Auftrag annehmt. Auftrag? Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Mhm. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot, die Gütige, töten. Das kostet sich natürlich ein bisschen was, ne? Klar. Umsonst ist er tot. Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. So ungern ich auch nach Ehrenhall geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Ich verlange dafür nichts. Öffne Windhelm. Naja. Öffne Tür zu Windhelm wahrscheinlich. Ach, das hatten wir ja auch schon. Gut, okay, dann gehen wir nach Rifthorn. Wo wir mal der Alten einen kleinen Besuch abstatten. Ach, ich bin schon am Rand. Ach, hier, guck mal. Festung Nebelschleier. Ach, gehen wir doch gleich dahin. Dann ist es nur noch ein Katzensprung bis zum Weißen Haus. Mhm. Dann zeigen wir mal Grelot, was wir von ihrer Kindererziehung halten. Das wird lustig. Wer sich seinen Pflichten entzieht, bekommt eine extra Tracht Prügel. Habt ihr mich verstanden? Ja, Grelot. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch Gören wird adoptiert werden. Weder jetzt noch später. Keiner braucht euch und keiner will euch haben. Ja, ja. Darum, meine Lieblinge, seid ihr hier. Und darum werdet ihr mal hier bleiben. Bis zu dem Tag, an dem ihr volljährig werdet und in die weite, schreckliche Welt davongejagt werdet. Und was sagt ihr nun? Wir lieben euch, Grelot. Danke für eure Güte. Schon besser. Und jetzt fort mit euch, ihr Gossenblagen. Red mal mit Thror. Die Person ist beschäftigt. Ich habe wirklich Angst vor Grelot. Nach der Flucht von Aventus war sie ganz schön sauer. An dem Tag habe ich die doppelte Tracht Prügel bezogen. Tut mir leid. Ich hasse es hier. Grelot, die Gütige, ist die fieseste Person in ganz Himmelsrand. Du bist mir noch nicht begegnet. Erzählt mir etwas über Grelot, die Gütige. Ich hasse sie. Jeder hasst sie. Sie ist die fieseste Person, die ich kenne. Manchmal sperrt sie uns sogar ein. In das Zimmer. Konstanze versucht, sie aufzuhalten. Und sie ist auch wirklich gut zu uns. Aber es reicht nie. Konstanze. Also gut. Rohr? Bitte, ja, meine Dame.
Ihr müsst mich hier rausholen. Seit Aventus ausgerissen ist, ist Greylord gemeiner als jemals zuvor. Sie wird noch einen von uns umbringen. Kleinen Lieblinge dick werden. Schon gut. Ich kümmere mich darum. Was quatschen die im Hintergrund? Erzählt mir etwas über Greylord. Ich habe keine Angst vor der alten Schabracke. Trotzdem wäre es schöner, wenn Konstanze das Sagen hätte. Sie behandelt uns echt gut. Konstanze gibt mir ab und zu eine Kleinigkeit zu essen. Das ist auch gut so, weil wir nur eine Mahlzeit am Tag bekommen. Und dann auch noch spät am Nachmittag. Ich bin ein Junge und ich werde größer. Ich brauche so viel zu essen wie möglich. Ja. Mhm. So, der Rest schläft schon. Mit der Kleinen habe ich schon gesprochen. Samuel. Wollt ihr euch ein Kind holen? Dann habt ihr Pech. Greylord wird es nicht zulassen, dass einer von uns adoptiert wird. Ganz besonders nicht, seit Aventus ausgerissen ist. Aha. Erzählt mir was über die Alte. Wenn sie zum Arbeiten oder Schlafen auf ihr Zimmer geht, mache ich mich aus dem Staub. Jeden Tag zur Mittagszeit verschwinde ich auf die Straße. Von irgendwas muss man ja leben, nicht wahr? Richtig. Bis gut. Zum nächsten Mal. Dann haben wir noch ihn hier, Francis. Hoffentlich Buford. Holen mich Mami und Vater bald ab. Seit dieser Aventus weg ist, ist Greylord so unglaublich wütend. Erzählt mir was über die Alte. Frau Greylord ist, naja, sie ist eine schreckliche alte Krähe. So grausam kann man doch gar nicht sein. Ich glaube, dass sie zur Hälfte ein Hexenrabe ist. Sie lässt uns nur einmal am Tag in den Garten, am Morgen. Und dann steht sie einfach nur da und beobachtet uns. Wie schon gesagt, ein Hexenrabe. Ja, ein Hexenrabe. Bis dann. Ja, es tut mir leid, aber im Moment sind die Kinder nicht zur Adoption freigegeben. Ihr solltet gehen. Ist Greylord immer so? Ja, leider. Selbst die Leute in der Stadt nennen sie schon Greylord die Gütige. Ihre bloße Existenz ist sowas wie ein Dauerwitz geworden. Greylord führt das Waisenhaus, weil sie alt und festgefahren in ihren Gewohnheiten ist und kein anderes Leben kennt. Diese Kinder brauchen Liebe und Trost. Ich bemühe mich. Aber es tut mir leid, ihr solltet gehen. Die Kinder sind nicht zur Adoption vorgesehen und es ist grausam, ihnen Hoffnung zu machen. Außerdem mag Greylord keine Besucher. Das stört mich nicht. Ich möchte gerne eines, ich könnte dich eines eurer Kinder adoptieren. Tut mir leid, nein. Greylord ist hier die Heimleiterin und sie hat entschieden, dass gerade keine Adoptionen möglich sind. Ich wünschte, es wäre anders. Diese Kinder verdienen alle ein besseres Zuhause. Aber ich kann nichts machen. Was wollt ihr? Ihr habt hier nichts zu suchen. Ach, servus. Mit dir wollte ich gerade quatschen, aber nicht hier in der Öffentlichkeit. Was wollt ihr? Ihr habt hier nichts zu suchen. Es spielt eigentlich keine Rolle, wo man es macht. Ob im kleinen Zimmerlein oder hier vor allen Augen. Ich werde aber trotzdem nochmal speichern. Moment. Er hat gespeichert. Na dann, das finde ich ja hat allerlieb. So, jetzt werde ich mal mit der Alten reden. Die dunkle Bruderschaft übermittelt euch ihre Grüße, Greylord. Beste Grüße von Aventus Aretino? Schweigen. Die dunkle Bruderschaft. Die wer? Wie könnt ihr es wagen? Ich lasse mich in meinem eigenen Waisenhaus nicht einschüchtern. Raus mit euch! Auf der Stelle! Das hat ja wunderbar geklappt. Beste Grüße von Aventus Aretino. Aretino? Dieser kleine Dreckskerl. Sagt ihm, ich komme ihn holen. Und dann setzt es was, das ihm Hören und Sehen vergeht. Das glaube ich kaum. Schweigen. Was gafft ihr so, ihr wertloses Stück Gossendreck? Ich muss wohl die Türen wieder abschließen. Glaubt ihr, ihr könnt mich einschüchtern? In meinem alten... So viel zu dem Thema. Was hatten die dabei? Gold hat sie dabei und die Schweinekinder. Die Klamotten lassen wir ihr, weil sie hat ja sonst nichts. Was? Ich kann doch nicht besiegen. Jemand hat
Hallo, hallo. Grelot ist tot. Hallo, hallo. Genug, genug. Ich ergebe mich. Hurra, Grelot die Gütige ist endlich tot. Wir sind gerettet. Kann ich mit dem quatschen? Als Aventus gegangen ist, Aventus hat es wirklich geschafft. Darüber geredet er hat die dunkle Grelot Bruderschaft dazu gebracht, ich hätte nie Grelot gedacht, dass er das ernst meint. Hurra, hurra. Man tötet eine Person und löst damit so viele Probleme. Man fragt sich, was alles möglich wäre. Als Aventus ausgerissen ist, wurde Grelot noch gemeiner als zuvor. Ich dachte wirklich, dass sie noch einen von uns umbringt. Aber wohl nicht. Ja, ich bin ja schon weg. Ja, ich bin ja schon weg. Meine Fresse, nö. Ja. Und keiner hat's gemerkt. Bis auf so Fuchs hin. Nicht immer die Wache, die da oben steht und pennt. Wir müssen etwas wegen dieser Vampirangriff. Und jetzt schon wieder los. Fliegt da gerade ein Vampir durch die Gegend?